Jules und ich wagen heute ein kleines Experiment auf der Straße und gucken mal, wie die Leute reagieren, ob sie hilfsbereit sind, wenn plötzlich mein Ex-Freund oder seine Ex-Freundin auftaucht. Ach du Scheiße, ich glaube, da kommt mein Ex-Freund. Wir filmen mit versteckter Kamera, wie plötzlich der Ex-Freund mit dem neuen Partner auftaucht und man selber in einer ziemlich blöden Situation ist und gucken dann, ob Leute spontan einspringen. Ja, und deswegen gibt es natürlich auch noch einen zweiten Teil beim Jules auf dem Kanal. Auch unbedingt auschecken. Los geht's. Ach du Scheiße, ich glaube, da kommt mein Ex-Freund. Ach du Scheiße. Joyce! Hi! Das gibt's ja nicht. Hallo. Lange nicht gesehen. Hi. Nadine, freut mich. Hab schon mich. Von dir gehört. Und, was machst du so? Also, ich bin mit meinem Freund hier. Mit meinem neuen Freund. Ach so. Das ist dein neuer Freund? Ich wollte dich kurz vorstellen. Das ist mein neuer Freund, der Daniel. Ach, krass. Mein neuer Freund, der Daniel. Okay. Genau, hi. Hi. Das ist Nadine. Nadine, freut hi. Mich. Hi. Hi. Jules, hi. Hi. Seit wann? Wie lange sind wir jetzt? 2 Monate? Ja. Oh, Karneval? Ja. Ja, ne? Karneval, was bist du denn gegangen? Mafiosi-Anzug, Hut. Schlachterbart dazu, großartig. Wie hast du sie angesprochen? Ja, ja, ihr Mann hat sich total besoffen, war ja. Das ist lustig, weil ja, er hat mir noch erzählt. Ja, das ist so irgendwie echt hart für dich. Ich hab erzählt, dass ich Single bin, ne? Ja, ja, und ich hab mir auch leid, dass ihr so ein bisschen weggekrallt hat. Ach so, ja. Ja. Genau. Jetzt ja, genau. Genau, ja, dann hab ich noch viel Spaß. Ne? Also, ja, danke gut, schön. Gut, ja, auch. Wir wollen dich nicht weiter stören, ne? Jo, ciao. Vielen Dank fürs Einspringen. Ja. Ob das jetzt glaubhaft war, weiß ich nicht. Aber doch, doch schon. Yeah. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wie sie aussieht. Okay. Aber ja, es ist ja schon eine ganz heiße Frau. Also, ich habe gehofft, das wäre irgendwie so eine. Da bist du aber hübscher. Ach, danke schön, das ist aber nett. Ja, auch mit Abstand. Ach du Scheiße, das ist meine Ex-Freundin hier. Hey Manu, warte, ich rufe dich gleich nochmal an. Oh mein Gott. Warte. Ich habe gerade so gesagt, ist das der Jules drin? Ich war jetzt gerade gar nicht sicher. Hey. Das gibt's ja nicht. Na, wie geht's dir? Gut, dir? Hi. Hi. Hallo. Hi. Jules. Ach so, Jules. Mein neuer Freund, Christian. Ach so. Ja, ich bin hier mit, wir werfen gerade so ein bisschen mit dem Hund zu meiner Freundin. Ach so. Ach so. Ach so, das ist deine Freundin. Entschuldigung, hi. Ach, voll unhöflich von uns. Entschuldigung. Ja, ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast. Ja, doch, schon länger. Ach so, wie lange? Seit wann denn? Sabrina, wie lange sind wir schon zusammen? Ungefähr. Ach, freut mich für dich. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, hier in Köln. In Köln? Hallo. Aber es freut mich voll für euch. Ja, danke. Cool. Für uns, kannst du ruhig sagen. Ja, ja, klar. Aber ihr passt echt voll gut zusammen. Also ja, danke. Muss man sagen. Wir sind auch glücklich. Echt ein süßes Pärchen. Oder Sabrina sind doch glücklich. Ja. Cool. Ich will einmal werfen. Der Ball ist total schmierig. Oh, darf ich? Da, guck mal! Ui! Habt ihr euch den Hund zusammengeholt, oder? Aber ihr wohnt jetzt nicht zusammen, oder so, ne? Aber das wäre auch ein bisschen krass, weil ja. Wir sind noch erst nicht. Ein halbes Jahr auseinander, oder so. Oder ach, da hast du aber schnell, 5 Monate, schnell zugelegt, ne? Ja. Also, ja gut, ich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hat mich gefreut. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss, Joyce, mach's gut. Oh mein Gott, das ist mir auch sehr unangenehm. Dass du mitgemacht hast. Wie heißt du denn? Jules, hi. Jules. Oh mein Gott. Ich bei euch, ich dachte, Gott, du Armer. Oh, das ist voll lieb. Das ist richtig lieb. Bleib mal noch kurz, weil sitzen, die stehen da ja noch da drüben. Ach so. Das ist, glaube ich, ein bisschen hoch. Ach, die stehen da noch? Ja, die gucken jetzt gerade, was wir machen. Mhm. Mhm. Oh, ah, krass, da kommt mein Ex-Freund. Hallo. Hi, na? Hi. Nadine. Joyce. Ja, freut mich. Freut mich. Na? Mit wem bist du denn hier? Achso, wir spielen hier gerade ein bisschen Frisbee. Wir spielen hier gerade ein bisschen Frisbee. Ach so. Okay, oh. Kann ich euch kurz vorstellen, das ist mein neuer Freund und das ist mein Ex-Freund. Hi. Ach so. Hi. Das ist hi. 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 Maxim. Ja. Was macht ihr so? Wir spielen hier gerade so ein bisschen. Ach schön. Okay. Ja. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, ja, das war hier im Park auch. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Wie lange waren wir jetzt schon zusammen? 2 Monate so? Ja, 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 das kommt ungefähr hin. Okay. So, Mama auf die Hütte. Ich spiele wieder mit auch jetzt. Ja? Ja, ja. Oh. Okay. Ah, ich habe gefangen. Voll gut. Ich bin da ganz so gut drin. Ja. Ja. Viel Spaß euch noch beim Spielen. Ja. Ciao. 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 Ja, vielen Dank. Hast du das gehört? Ja, das war er mit seiner Freundin. Okay. Aber sah die besser aus als ich, jetzt mal ehrlich? So, was hast du denn da? Zweifel an dieser.
Naja, also ich habe das so verstanden, als hätte er mit mir wegen ihr Schluss gemacht, deswegen. Scheiß drauf! Scheiß drauf, oder? Klar. Ja. Ich habe hier ein kleines Mikrofönchen. Hast du es aufgenommen? Ja. Aber und Video nicht. Doch, da ist die ganz kleine Kamera. Vielen Dank. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie sehr du eine normale Person bist. Boah, was ist das für eine Tussi? Deswegen wollte ich mich nicht da zu sehr einbringen. Nachher haben wir die noch an der Backe. Vielen Dank. Gern geschehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, wie ihr reagieren würdet, wenn zu euch sowas passieren würde. Und checkt natürlich unbedingt den zweiten Teil bei Jules aus. Ja, ich freue mich. Und vielen Dank natürlich an Nadine und Chris. Checkt Chris' YouTube-Channel aus und Nadine Mens Facebook-Seite. Also bis nächste Woche. Tschüss. Ich dachte nur, okay, da kommt eine Frau an irgendwie, die braucht jetzt irgendwie eine Art von Schutz oder sowas. Ja. Kam ich gut rüber? Ja, alles ganz entspannt.